Boah, Lenny, ich weiß echt nicht, wie du mich immer dazu bringst, diesen Quatsch hier mitzumachen, ey. Und deine Ideen immer, Schlagerparty im Berliner Stadel. Lenny Lennart ist der Veranstalter, Talentscout und Manager von Gustav Erich Meyer, dem Schlagerstar. Oh mein Gott. Mensch, Lenny, viel ist heute aber echt nicht los. Hast du hier schon mal umgeschaut hier? Mann, Mord, jetzt mecker nicht rum. Ich weiß schon, was ich mache. Der Mann ist klasse und ich hab den entdeckt in der Schenke. Schau an der Theke. Da stehen schon Werner, Günni, Ingo und wer die anderen fünf sind. Da hinten, weiß ich nicht, aber sie trinken ganz gut. Je mehr Umsatz, desto mehr gibt's. Thompson hat ja gesagt, wir kriegen für die Schlagerparty richtig Knete, wenn die trinken. Ey, seit du den Rappel bekommen hast und als Veranstalter tätig zu sein und dann noch dazu Talentscout bist, kommst du doch eh in jede Disco umsonst. Und seitdem hast du auch absolut einen totalen Sockenschuss. Klar, du hast den entdeckt, aber am Tresen in der Schenke, Lenny. Oh, und der war doch dazu noch total dichte wie eine Haubitze. Der war total dicht. Und singen kann der auch nicht. Hey, der klingt doch fast wie Werner auf LSD. Und jetzt machst du schon im Thompson seine Disco eine Party? Naja, ich bin mir absolut nicht sicher, ob das was wird, Lenny. Hast du jetzt mal alles überlegt? Nee, Mord. Der singt echt gut. Und schau nur letzte Woche den Auftritt beim San Sebastianus. War doch okay. Bier und Jägermeister umsonst. Bis zum Kotzen. Das stimmt. Getrunken haben wir viel. Aber Lenny, ey, das San Sebastian ist ein Altenpflegeheim. Da ist keiner unter 80 Jahre und die meisten tragen eh Hörgeräte. Gib denen noch eine Flasche Selbstgebrannten, dann tanzen die doch wie auch auf den Tischen rum mit ihren Rollatoren. Und das sieht am Ende vielleicht noch schnur aus wie Terminator. Ey, die hören doch die Musik gar nicht. Die machen doch das alles nur noch aus Totenreflex. Ey, und schon alleine sein blöder Name, Gustav Erich Meyer. Ey, das klingt wie ein Gaswasserinstallateur, aber doch nicht wie ein Sänger, Lenny. Ach, Mord, Namen sind doch Schall und Rauch, Mann. Auf die Qualität kommt's an. Nicht auf den Namen. Schau da nur, der Hinternseher und der Wähler. Die bringen Knete ohne Ende und der Gustav singt da besser als die. Wieder einige der neuen Talente? Aus welcher Homobar hast du die nun besorgt? Ja, jetzt sag bloß, du kennst den Urologen Hansi nicht. Hans Pokucker und die Michaela Wendler. Die singen doch beide deutsche Schlager und Schnulzen. Und die sind dauernd in den Hitparaden. Und sonst, solche Stars braucht keiner. Da liegt doch die Idee nahe, dass ich noch Erfolg als Produzent sein kann als Dieter Polen, Alex Wörgensen und wie sie alle heißen. Stimmt, von denen habe ich echt schon mal was gehört. Ey, merk schon, Lenny, das Musikgeschäft zieht dich voll in seinen Bann. Aber mal ehrlich, musikmäßig hast du in den letzten Monaten total negativ verändert. Aber nun sag mir mal, wieso Icke eigentlich zu dir kommen sollte. Du hast auch gesagt, du hättest was aufgetan. Und wo sind nun die neuen Leute, die wir kennen wollen? Und du hast auch viel versprochen. Und was ist nun? Ey, und ganz ehrlich, Lenny, sag bitte nichts zu Caro, dass wir hier neue Leute kennenlernen. Die reagiert seit neuestem immer sehr komisch, wenn ich das Wort neue Leute in den Mund nehme. Falsch, Moat. Du denkst doch immer nur daran, neue Leute kennenzulernen. Es geht nicht um Leute abzocken, sondern um Neuerungenschaft. Ey, bitte nicht wieder dein komischer Schlagergott da. Gustav Erich Meyer, Lenny. Nein, ich expandiere jetzt in ganz Deutschland. Ach, hast du jetzt auch noch ein Bestattungsunternehmen? Moat, ich sagte expandieren, nicht exhumieren. Mann, manchmal bist du wirklich eine taube Nuss. Ach, Lenny, ey, das war doch nur Spaß. Aber du, seitdem du mich immer mit in die Tanzdiskos mitschleißt, ey, da habe ich absolut die Vorstufe zum Ohrenkrebs. Mit einer starken Tendenz zum chronischen Hörsturz. Also erzähl mal, was du nun irgendwohin expandieren willst. Also du weißt doch, ich war letztes Jahr mal für eine Woche zur Karnevalszeit bei meiner Schwester in Köln. Ich weiß, seitdem hast du voll den Dachschaden. Nur Kölsch und kein Blurboy. Alter Lenny, das macht dich auf Dauer voll bekloppt. Mensch, Moat, red nicht so ein Müll. Ich war doch die ganze Woche weg. Naja, auf jeden Fall habe ich das im Blut. Karneval feiern. Du weißt doch, ich bin Rheinländer. Und da ist das normal. Trinken, tanzen und knutschen. Das brauchst du nicht nach Köln. Lenny, ey, das kannst du auch alles hier in Berlin haben. Aber jetzt erzähl doch mal, was hat denn das alles mit deiner neuen Errungenschaft zu tun? Das wirst du gleich sehen. Und auch vor allen Dingen hören. Denn wenn Gustav mit seiner Show fertig ist, dann kommt mein neuester Star auf die Bühne. Und wie heißt er? Wo ist er überhaupt? Ich kann ihn ja nicht sehen. Da hinten kommt er. Da hinten kommt er. Und Papa, schau, da ist er. Moat, darf ich vorstellen, der Kölsche Matsches. Na, ihr Pappnasen, was ist los? Ich dachte, ich soll hier singen. Mann, wer ist denn der Typ da oben, Mann? Was ist denn der Opa da fertig? Aber wird doch mal Zeit, dass der Star auf die Bühne kommt. Fragen über Fragen, Matthias. Das ist mein alter Freund Moat und er will dich unbedingt kennenlernen. Wie liegt das? Redet der immer so in Rätsel? Hey, Murat, der Matsches, ne? Der zeigt dir gleich mal, was abgeht. So, Matsches, ich glaube, die Bühne ist frei. Du kannst loslegen. Da will ich meine Star rocken lassen. Ey, Mensch, Lenny, das ist doch voll der Dummdödel. Wo hast du denn den ausgegraben? Ey, und ein Großkotz ist der doch auch. Und mit dem willst du echt zusammenarbeiten? Na klar, Mann, der erste Eindruck kann täuschen. Der Mann ist super, aber hörst du doch gleich einfach mal an. Lenny, ich
hab jetzt aber nichts verstanden, was der singt, ey. Den kann doch keine Sau verstehen. Ey, Mann, ey, da brauchst du nichts verstehen. Hauptsache, das bringt Stimmung. Oh, schau mal. Ey, der ist irgendwie auch absolut nicht begeistert. Der pöbelt da vorne schon in der ersten Reihe vor der Bühne mit den Leuten rum. Geh mal rüber und schau, was da los ist. Da bin ich dabei, da komme ich mit. Hey, Werner, was ist denn los, Mann? Warum bist du so schlecht gelaunt? Mensch, Werner, der singt nicht Englisch. Der singt Deutsch, aber mit Kölner Dialekt, Mann. Mord, ich muss mal eben hinter die Bühne zu Gustav. Pass mal ein bisschen auf, Mann. Ich dachte, Werner, der Psychopath hier alles verdirbt, ey, mit seiner doofen Art. Ja, mach ich, Lenny. Ich bin gleich wieder da. Ey, Werner, beruhig dich. Ey, ich verstehe auch nichts. Aber der Lenny, der meint, der wäre ganz in Ordnung. Also lass ihn wenigstens das Lied zu Ende singen. Ich meine, du bist sicher was ganz anderes Sachen gewohnt. Oh, ich weiß, für dich klingt das sicher auch irgendwie voll mega wie eine schlechte Beatles-Covergruppe. Aber ey, komm, mach's doch Lenny zuliebe. Wie, das erinnert dich an eine Bar in Texas, Werner? Erzähl mal. Ja, und die singen doch da eigentlich Englisch und nicht Kölsch. Ey, Werner, was war denn das? Wieso schmeißt denn du mit deiner Bierflasche voll dem Typen eine an die Murmel? Das kann doch nicht wahr sein. Bist du irre? Ey, Mann, Werner, wir sind doch hier aber absolut nicht in Texas, sondern wir sind hier in der Schenke. Und du weißt doch ganz genau, dass es hier keine Schutzgitter gibt, beziehungsweise gar keine Schutznetze, die Leute auf der Bühne schützen. Du hast ihn voll mit der Flasche eine reingeschossen, voll ausgenockt. Und Werner, ey, sei mir nicht böse, aber ich glaube, der Lenny, der ist absolut nicht glücklich darüber. Ey, an deiner Stelle würde ich ganz schnell verschwinden, und zwar ist an die Bar. Hey Leute, was ist denn jetzt los hier? Warum liegt denn der Matschis vor der Bühne am Boden? Werner hat ihn eine gesammelt, mit einer Flasche voll auf die 12. Wieso das denn, Mann? Spinnt er jetzt? Hey Mord, was macht Werner denn da oben? Ach, denke mal, der nimmt die Chance, oder? Und der will singen. Oh Gott, nur das nicht. Ich glaube, wir streifen die Segel und gehen mal rüber in die Schenke, Mann. Das kann man ja keinem zumuten. Was ist mit Matschis? Ach, scheiß drauf, lass ihn liegen. Komm, wir gehen. Das ist mal eine klasse Idee. Da bin ich dabei, da komme ich mit. Ganz genau.